Okay, fangen wir an. Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit den Institutionen ökonomischen Grundlagen. Ich bin verschnieft, ich habe ganz schlimm Heuschnupfen, deswegen werde ich heute noch mehr schniefen als sonst. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen oder weitermachen mit dem Thema Coase-Theorem, noch ein Blick auf die verbleibende Vorlesungsplanung. Ich habe mal hier aufgelistet die restlichen Vorlesungstermine, die uns noch bleiben. Ich habe mal ein bisschen drüber reflektiert und festgestellt, dass wir ziemlich gut oder ziemlich schnell vorangekommen sind. Mein Tablet funktioniert nicht. Super. Ja, wir sind ziemlich schnell vorangekommen, was einerseits schön ist, dass wir jetzt ein bisschen Spielraum nach hinten haben, aber andererseits heißt natürlich auch, dass wir ziemlich schnell durch die Themen durchgegangen sind. Ich weiß nicht, ob Sie es auch so empfunden haben, dass es ein bisschen schnell ging insgesamt. Das heißt, wir haben heute inhaltlich noch das normative Coase-Theorem und das Allmende-Problem. In der nächsten Sitzung noch Anwendung der Erkenntnisse aus dem Coase-Theorem auf umweltrechtliche Fragen. Und dann haben wir noch einen inhaltlichen Block hier, Enteignungen. Und das ist aber schon auch alles, was ich vorhatte inhaltlich in der Vorlesung, was uns was eigentlich ganz schön ist, weil wir dann viel Spielraum noch haben. Was ich gerne noch machen wollte mit Ihnen, ist auf jeden Fall noch ein Online-Experiment. Und zwar gibt es da eine ganz schöne Seite, wo wir spieltheoretische Experimente durchführen können. Und zwar habe ich das so gelegt, dass ich würde das gerne an einem Dienstag machen. Einfach, weil ich da sicher sein kann, dass Sie da sich Zeit reserviert haben von 12 bis 14 Uhr. Ich sage ganz bewusst Online-Experiment, weil das könnte man zwar auch im PC-Pool machen, aber da haben wir relativ begrenzt Platz nur und ja, ich denke, wir sind flexibler, wenn wir das online veranstalten. Das heißt aber auch, dass Sie an dem Tag auf jeden Fall irgendeine Art von mobilen Endgerät oder am besten einen Rechner brauchen. Wenn Sie sowas nicht dabei haben an einem Vorlesungstag, dann wäre es wahrscheinlich am besten wirklich, Sie würden in einen PC-Pool gehen. Genau, aber dazu werde ich noch genauere Anleitung dazu werde ich auf jeden Fall in der nächsten Sitzung noch mit aufnehmen. Wir werden, ich denke, 2, 3 verschiedene Spielchen durchspielen. Also spieltheoretische Experimente. Genau, und in der Woche drauf besprechen wir dann auch, was da rausgekommen ist, einfach zu sehen, okay, verhalten Sie sich wirklich rational, sind Sie nicht rational, was könnte denn die Erklärung sein, dass Sie vielleicht abweichen von perfekt rationalem Verhalten und so weiter. Und in der Sitzung würde ich dann auch gern Infos zur E-Klausur geben, einfach Ihnen ein bisschen zeigen, wie die Oberfläche aussieht für die E-Klausur, wie die Spielregeln in dem Raum sind, wie der Ablauf ist, all solche Sachen. Genau. Und dann haben wir immer noch insgesamt eigentlich sogar 5 Sitzungen über. Und da würde ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben, weil es vielleicht doch hin und wieder ein bisschen schnell ging, dass Sie Wünsche vorher äußern können, was Sie gerne wiederholt haben möchten, was Sie nicht so gut verstanden haben. Und dazu habe ich auf Moodle eine Umfrage eingerichtet. Wiederholungswünsche. Und genau, da können Sie einfach reingehen und da können Sie möglichst genau einfach angeben, was Sie gerne wiederholt haben möchten. Am besten sagen Sie, um welche Sitzung es sich handelt, welches Thema, welche Stelle. Und natürlich, also wo es genau hakt oder was genau Sie an der Argumentation nicht verstanden haben. Ne? Also weil wenn Sie das nicht mitteilen, dann kann ich nichts, also dann ist meine beste Antwort, einfach das nochmal zu erklären. Aber ich weiß nicht, wie ich es dann anders erklären soll, wenn Sie mir nicht sagen,
woran es genau hakt. Da sind wir. Genau. Und die letzten Sitzungen würde ich dann gerne dazu benutzen, diese wiederholenden Sachen quasi vorzustellen und mit ihnen zu diskutieren, wenn sie Bedarf haben. Und ich dachte, in der letzten gemeinsamen Sitzung, also in der 3. Juliwoche, in der Hörsaalsitzung dienstags, da können wir noch irgendwelche Last-Minute-Fragen versuchen, gemeinsam zu klären. Wobei ich ja jetzt schon warnen muss, also ja, wenn Ihnen da spontan Fragen einfallen, kann es auch sein, dass ich spontan nicht weiß, wie ich das beantworten soll. Also ich kann am besten Fragen beantworten, wenn ich Vorbereitungszeit habe. Genau, und ich denke, hier in diesen Wiederholungssitzungen kann ich auch noch ein paar zusätzliche beispielhafte Klausuraufgaben einbauen, einfach damit Sie noch mehr ein Gefühl dafür kriegen, wie das aussehen könnte. Aber das macht natürlich am meisten Sinn, wenn Sie erst gesehen haben, wie die Oberfläche der E-Klausur aussehen wird. Okay, haben Sie zum restlichen Ablauf der Vorlesung noch Fragen? Ja. Die Frage ist, ob es eine Eingrenzung gibt für die Klausur. Nein. Alles, was wir gemacht haben, ist relevant. Noch eine Frage. Dann machen wir weiter. Wir hatten angefangen in der letzten Sitzung. Hatten wir? Ja, hatten wir. Mit dem positiven Coase-Theorem, was ja das Coase-Theorem ist wirklich eine der fundamentalen, eine der grundlegenden Arbeiten in der Rechtsökonomik und auch wird auch in der Institutionenökonomik als eine der grundlegenden Arbeiten angesehen. Da hatten wir so ein bisschen angefangen und aber das Thema der Durchsetzungsmechanismen ausgeklammert erstmal, das schauen wir uns heute an, also das positive Coase-Theorem mit alternativen Durchsetzungsmechanismen und dann haben wir auch noch ausgeklammert jegliche normative Betrachtung, also es ist eine reine Vorhersage, was passieren wird, aber nicht, was optimal ist. Und das führen wir dann heute ein und kommen dann zu einer normativen Formulierung des Coase-Theorems und sehen, ja, wir werden sehen, dass, dass eine konsequente Anwendung des Carlo-Higgs-Kriteriums uns letztendlich zu einem normativen Coase-Theorem führt. Dann verallgemeinern wir das Problem so ein bisschen auf Externalitäten, denn im Coase-Theorem geht es ja eigentlich um Externalitäten, also wenn das individuelle Handeln, wenn Sie in dem individuellen Handeln nicht alle Auswirkungen ganz berücksichtigen, dann haben Sie ja irgendwelche externen Effekte Ihrer Handlung. Das kann man ein bisschen allgemeiner betrachten. Und ein Sonderfall davon werden wir uns heute anschauen, nämlich dass der Allmende. Okay. Nochmal zurück zum positiven Coase-Theorem. Zur Erinnerung. Sie haben bestimmt schon reingeschaut in den Aufsatz und festgestellt, dass das Theorem da so als Theorem nicht drin steht, aber die zentrale Aussage ist natürlich in dem Aufsatz enthalten. Das heißt, Coase hat nicht einen Artikel geschrieben und gesagt, hier, das ist jetzt mein Coase-Theorem und natürlich nicht, sondern er hat einfach einen Aufsatz geschrieben und wir nennen es jetzt Coase-Theorem. Genau, und die Grundaussage war ja so eine Art Invarianzthese, nämlich, dass wenn Rechte ohne Transaktionskosten aufgrund von Verhandlungen realoziert werden können, ist ihre endgültige Allokation immer dieselbe, unabhängig von der ursprünglichen Zuordnung der Rechte. Genau, Invarianzthese trifft es eigentlich ganz gut, weil ja in diesem Theorem drinsteckt, dass das, was am Ende an Allokation rauskommt, immer gleich sein wird, egal wer am Anfang die Rechte hat. Und wir hatten auch gesehen, dass da bestimmte Vorbedingungen sind, nämlich, dass keine Transaktionskosten vorliegen oder sehr geringe. Klar, wenn die beiden relevanten Akteure nicht dieselbe Sprache sprechen zum Beispiel, dann haben sie sehr hohe Transaktionskosten der Verhandlung und es ist unwahrscheinlicher, dass das Coase-Theorem dass sie dann zu so einer
dass sie dann immer zu der gleichen Lösung kommen werden, egal wer am Anfang das Recht hat. Die Rechte müssen definiert sein, klar. Wenn sie und ihr Mitbewohner über Zigarettenrauch in der Küche streiten, muss natürlich überhaupt das Recht erst definiert sein, damit sie darüber verhandeln können. Ja? Weil wenn es kein festlegbares Recht gibt auf saubere oder stinkende Luft, dann können sie auch nicht wirklich darüber verhandeln. Ne? Dann ist jegliches Verhandlungsergebnis nutzlos. Dann kann man ja doch machen, was man will. Genau. Und dabei hatten wir jetzt aber offen gelassen, ob die endgültige Allokation auch immer effizient ist. Ich hatte ja schon mal angedeutet, bei der stetigen Betrachtung, dass es wahrscheinlich effizient ist. Aber das schauen wir uns heute auch genauer an. Aber erst schauen wir uns die Durchsetzungsmechanismen an. Das hatten wir jetzt auch ausgeklammert. Nehmen wir an, im Beispiel mit dem Konditor und dem Arzt könnte das Verfügungsrecht des Arztes durch einen Unterlassungsanspruch, aber auch durch einen Schadensersatzanspruch durchgesetzt werden. Unterlassungsanspruch ist genau das, was wir bis jetzt behandelt haben, da haben wir es nur nicht benannt. Wie sieht das aus bei einem Unterlassungsanspruch? Naja, wenn der K in das Verfügungsrecht des A eingreift, kann der A sagen, dass der K das lassen soll. Punkt. Ja, also ganz, ganz einfach. Angenommen, der A hat das Recht. Beim Schadensersatzanspruch sieht das anders aus. Wenn der K, der Konditor, in das Verfügungsrecht des Arztes eingreift, also seine Küche betreibt, muss der Konditor dem Arzt Schadensersatz zahlen, nicht aber unbedingt den Eingriff selber unterlassen. Also in dieser Modellwelt ist es entweder Unterlassungsanspruch oder Schadensersatzanspruch. Und wenn Schadensersatzanspruch gilt, dann muss man zwar Schadensersatz leisten, dadurch, dass man den anderen stört, aber man muss die Handlung nicht unterlassen. Das, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, könnte unter Umständen zu anderen Ergebnissen führen. Es könnte sein, dass dann das Coase-Theorem vielleicht nicht mehr gültig ist. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Nämlich, ob das Coase-Theorem, das positive Coase-Theorem, bei Durchsetzung mit Schadensersatzansprüchen immer noch gültig ist. Wir bleiben bei dem Beispiel Sturgis versus Bridgman, also ein Konditor gegen den Arzt. Die Ausgangssituation ist gleich geblieben. Der Konditor betreibt sein Geschäft seit Jahrzehnten und eines Tages eröffnet nebenan ein Arzt A eine Praxis, wobei es in den ersten Jahren keine Probleme gibt, bis der A ein neues Besprechungszimmer direkt neben der Küche des K einrichtet und die Geräusche und Vibrationen aus der Küche machen die Nutzung des Zimmers unmöglich. Der A klagt gegen den K und wir hatten gesehen, letztes Mal, wenn wir Durchsetzung mit Unterlassungsanspruch haben, dann leitet sich hieraus eben das positive Coase-Theorem ab. Und hier kommt dann eben raus, egal wie das Gericht entscheidet, das heißt egal, wer das Recht bekommt, das tatsächliche Verhalten am Ende wird allein von der relativen Wertschätzung der Nutzung des Besprechungszimmers durch den Arzt bzw. der Nutzung der Küche durch den Konditor abhängen. Also wer von den beiden die Nutzung der Ressource höher wertschätzt, wird am Ende auch diese Ressource nutzen. Und ja, das war jetzt nur eine Wiederholung, damit wir uns erinnern an das Beispiel. Und jetzt schauen wir uns an, wie das ist mit Schadensersatz als Durchsetzungsmechanismus. In der ersten Variante hatten wir ja gesagt, der Arzt hat einen Gewinn aus der Nutzung des Besprechungszimmers von 100 Euro und der Konditor hat einen Gewinn aus der Nutzung der Küchenräume von 90. Okay? Das heißt, der Arzt hätte den höheren Nutzen aus der Nutzung der Ressource. Was passiert, wenn der Arzt das Verfügungsrecht mit Unterlassungsanspruch hat? Dann
dann wird der Arzt das Besprechungszimmer auch benutzen, weil er ja die höhere Wertschätzung hat und der K kann sich von seiner Unterlassungspflicht nicht freikaufen, weil er nicht genug aufbieten kann, und um am Ende noch einen positiven Payoff zu haben. Das heißt, der K wird auf jeden Fall unterlassen. Und was ist jetzt, wenn der Arzt das Verfügungsrecht mit Schadensanspruch erhält? Und jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt ist es nämlich am Konditor, sich zu entscheiden. Okay, der Konditor kann jetzt entscheiden, entweder er kann die Küche nutzen und Schadensersatz leisten, oder er kann unterlassen. Okay, das heißt, obwohl der A das Verfügungsrecht hat, hat er selber keine Handlungsmöglichkeit. Und die Frage ist, wie entscheidet der Konditor sich? Bei der Nutzung der Küche hätte der Konditor ja einen Nutzen von 90 und Schadensersatzkosten von 100. Bei Unterlassung hätte der Konditor einen Netto-Nutzen von 0, weil er nichts kriegt. Und 0 ist immer noch besser als minus 10, also wird er unterlassen. Das heißt, jetzt für diese Konstellation ist es egal, welcher Durchsetzungsmechanismus in Kraft ist. Der K wird auf jeden Fall unterlassen. Wie sieht es aus, wenn wir im gleichen Zahlenbeispiel... Frage? Nein? Wenn wir im gleichen Zahlenbeispiel bleiben und der... K erhält das Verfügungsrecht mit Unterlassungsanspruch. Das ist jetzt erst nochmal der Rückblick auf die letzte Sitzung. Der K erhält das Verfügungsrecht mit Unterlassungsanspruch. Das heißt, dann wird der A dem K einen Betrag zwischen 90 und 100 zahlen, damit der K seine Küchennutzung einstellt. Und der Arzt hat am Ende immer noch einen positiven Payoff. Und wie sieht es jetzt mit Schadensersatzanspruch aus? Jetzt ist es wiederum umgedreht. Der K hat zwar das Verfügungsrecht, aber der Arzt entscheidet über die Handlung. Er hat die aktive Rolle. Der Arzt entscheidet, entweder kann er die Räume nutzen, sodass der K seine Küche nicht mehr betreiben kann und dafür muss der Arzt aber Schadensersatz leisten, oder der A kann unterlassen. Was hat der A für Nutzen, wenn er seine Räume nutzt? Dann hat er ja 100 aus der Nutzung der Räume minus 90, die er Schadensersatz leisten muss an den Konditor. Bei Unterlassung hat der Arzt einen Netto-Nutzen von 0. Das heißt, es ist besser für den Arzt einzugreifen in das Recht des K und Schadensersatz zu leisten. Und wir haben wieder im Ergebnis, dass derjenige mit der höheren Bewertung der Ressource wird die Ressource auch nutzen. Wir haben also auch bei Durchsetzung mit Schadensersatzansprüchen, dass die Invarianzthese gültig ist. Ne? Also wir haben gesehen, egal wer am Anfang das Verfügungsrecht hat, am Ende wird derjenige die Ressource nutzen, der die höhere Bewertung der Ressource hat. So, wenn Sie an den Anfang des Kapitels Eigentumsrechte zurückdenken, haben Sie vielleicht gemerkt, dass wir das Thema der Vermögenseffekte bislang ausgeklammert haben, obwohl es da explizit in der Definition drin stand. Dafür wiederholen wir jetzt kurz, was Vermögenseffekt konkret heißen kann. Im Normalfall ist es ja so, dass derjenige, der ein Recht hat, mehr Entschädigung verlangt, als er bereit wäre, für ein Recht zu zahlen, wenn er es noch nicht hat. Da stecken jetzt zwei Effekte drin, der sogenannte Vermögenseffekt und der Ausstattungseffekt. Der Vermögenseffekt ist analog zum Einkommenseffekt in der klassischen Mikroökonomik, das kennen Sie. Wenn Sie ein Recht haben, dann haben Sie damit auch ein höheres Vermögen und dann sind Sie auch bereit, für die meisten Güter und Rechte mehr zu zahlen, ne, weil Sie ein höheres Budget haben. Im Gegensatz dazu, der Ausstattungseffekt oder auf Englisch Endowment-Effekt ist mit üblichen mikroökonomischen Modellen nicht erklärbar. Ne, empirisch hat man zum Beispiel festgestellt, da gab es einen Nobelpreis für, dass Menschen nicht bereit sind, so viel für etwas zu zahlen,
wie sie verlangen würden, wenn sie es schon haben. Okay? Denken Sie an einen Weinliebhaber, der gerade eine seltene Flasche Wein gekauft hat, der er schon seit Monaten hinterhergejagt ist. Wenn Sie diesen Weinliebhaber jetzt direkt nach dieser Transaktion fragen, hier, verkaufst du mir diese Flasche wieder für genau den Preis oder ein bisschen mehr, dann wird der in der Regel ablehnen. Ne? Obwohl, wenn er vollständig rational wäre, also ein vollständig rationaler Akteur aus der Mikroökonomik, dann würde er die Flasche sofort wieder hergeben. Okay? Aber der sogenannte Endowment-Effekt sagt, wenn man etwas hat, dann schätzt man es mehr, als wenn man es nicht hat. Und wie gesagt, das ist mit einem streng rationalen Menschenbild nicht vereinbar. Allerdings können wir empirisch so ein Verhalten in fast allen Bereichen beobachten. Und weil es eben schwer mit Standard-mikroökonomischen Modellen zu behandeln ist, klammern wir das jetzt einfach aus. Sie behalten es einfach nur im Hinterkopf, dass es das auch gibt. Und sprechen jetzt erstmal nur vom Vermögenseffekt. Der Vermögenseffekt ist typischerweise dann relevant, wenn es um größere Werte geht. Ne? Zum Beispiel ein Haus, also ein Recht, das für Sie de facto Ihr Vermögen nur ein kleines bisschen verändert. Das verändert nicht wirklich signifikant Ihre Zahlungsbereitschaften für Güter. Ja, aber erst wenn Ihr Vermögen durch ein bestimmtes Recht sehr stark verändert wird, können wir auch eine signifikante Auswirkung auf Ihre Zahlungsbereitschaften feststellen. Beispiel: Und ein größerer Wert, um den es gehen könnte, wäre zum Beispiel ein Haus. Schauen wir uns dazu dieses Beispiel an. Der A besitzt ein Haus und sonst nichts. Das heißt einfach nur, er hat jetzt nicht noch irgendwie 3 Millionen auf der Bank sitzen, sondern für ihn geht es wirklich nur um das Haus an Vermögen. Okay? Und das Grundstück, auf dem das Haus sitzt, wird aber für den Bau einer Straße gebraucht. Dem Staat wäre der Erwerb dieses Grundstücks 300.000 Euro wert. Warum? Weil die alternative Routenführung dieser Straße würde den Staat 300.000 Euro mehr kosten. Und deswegen ist das die Zahlungsbereitschaft des Staates für den Erwerb des Grundstücks. Dem A ist das Grundstück aber 350.000 Euro wert. So viel verlangt er also für den Verkauf. Unter normalen Verhandlungsbedingungen würde hier keine Transaktion zustande kommen, weil das, was der Käufer zu zahlen bereit ist, nicht weniger ist als das, was der Verkäufer verlangt. Okay, nehmen wir an, der Staat in seiner Macht enteignet den A einfach, ohne Entschädigung. Das heißt, dass das Vermögen des A jetzt stark gesunken ist und er muss neu entscheiden, wie er sein noch übriges kleines Vermögen verwenden will. Genau genommen hat er ja gar nichts mehr. Er könnte das Haus zurückkaufen für mindestens 300.000 Euro, denn das ist dem Staat wert. Wofür er ja einen entsprechenden Kredit aufnehmen müsste und dementsprechend auf andere Güter auch verzichten müsste. Das heißt, sein gesamter Konsumstrom würde viel kleiner werden. Und das, was der A jetzt an Güterkonsum aufgeben müsste, ist ihm relativ gesehen mehr wert, als wenn er das höhere Vermögen noch hätte. Das heißt, die Ausgangslage der Eigentumsrechte bleibt bestehen. Auch hier ist es so, der A wird eher nicht sein Haus zurückkaufen, auch wenn seine Zahlungsbereitschaft eigentlich höher wäre, weil seine Vermögenssituation sich signifikant geändert hat. Vor der Enteignung ist der A nicht bereit, sein Haus zu verkaufen. Nach der Enteignung ist der A nicht bereit, sein Haus zurückzukaufen. Der Vermögenseffekt bewirkt also, dass das Coase-Theorem in Form der Invarianzthese hier nicht mehr gültig ist. Denn das Ergebnis hängt von der Ausgangsverteilung der Rechte ab.
Man kann das Coase-Theorem auch in Form einer Effizienzthese formulieren. Jetzt wird nicht mehr gesagt, dass die Ressourcenallokation am Ende völlig unabhängig von der ursprünglichen Zuordnung der Rechte ist, sondern dass die Ressourcenallokation, die am Ende rauskommt, effizient ist, unabhängig vom Ausgangszustand. Okay, immer effizient. Und ich hoffe, Sie merken da den Unterschied im Theorem. Denn jetzt wird nur noch gesagt, dass das, was am Ende rauskommt, effizient ist, aber nicht unbedingt immer das Gleiche sein muss. Ja, denn Sie erinnern sich, es gibt oft nicht nur genau einen effizienten Zustand. Man kann jeden Zustand für sich genommen als entweder effizient oder nicht effizient bezeichnen. Okay? Bei dem Beispiel mit dem Haus eben hatten wir zwei effiziente Zustände. Ne? Denn wenn Sie mal darüber nachdenken, sind in beiden Situationen waren keine Kaldor-Hicks- oder Pareto-Verbesserungen mehr möglich. Das heißt, wir hatten es mit effizienten Zuständen zu tun. Das heißt, das Coase-Theorem in der Invarianzthese war in dem Beispiel nicht gültig oder nicht erfüllt. Und jetzt aber das Coase-Theorem in der Effizienzthese war dann noch anwendbar. Die Logik ist klar. Wenn es keine Transaktionskosten gibt, werden Änderungen, die mit Pareto-Verbesserungen verbunden sind, immer durchgeführt, bis es nicht weiter geht. Und dann sind wir automatisch bei einer effizienten Situation angelangt. Ja? Denn Transaktionskosten hatten wir ja ausgeschlossen, auch in dem Beispiel, wo wir Vermögenseffekte hatten. Das können wir uns nochmal anschauen, grafisch. Dazu gehen wir zurück zu dieser stetigen Betrachtung. Oh. Dazu gehen wir zurück zu der stetigen Betrachtung. Wir haben also wieder, dass der A etwas im Umfang tut, im Umfang X tut, was den B stört. Dem A ist die Handlung wieder V0 minus μ x wert, also eine negativ geneigte Gerade. Dem B ist die Unterlassung wieder Kappa mal x wert, also eine steigende Gerade, die im Ursprung anfängt. Wenn A das Recht zum Handeln hat, ist er reicher und seine Zahlungsbereitschaft für diese Handlung steigt damit auch. Ne? Wenn wir mal annehmen, dass es sich um signifikanten Vermögenswert handelt. Wie sieht das in der Grafik aus? So, der A hat das Recht, das heißt, wir nehmen mal an, wir fangen ganz links an bei x0. Ist das so? Genau, ja, dem A, der will am liebsten ganz links bei der Handlung sein, vom Umfang der Handlung. Und dann haben wir aber noch Gehirn ist verstopft. Also wenn wir ganz links anfangen, haben wir einen Umfang der Handlung von 0 und der A hat aber jetzt noch eine höhere Zahlungsbereitschaft, eine höhere Bewertung von zusätzlicher Handlung als der B. Das heißt, wir haben Verhandlungsspielraum und das heißt auch, die beiden werden auch tatsächlich verhandeln, bis sie bei X Stern ankommen. Und aber nicht weiter, weil dann rechts davon ist kein Verhandlungsspielraum mehr in diese Richtung. Und wenn wir jetzt aber rechts anfangen, das heißt, der A hat das Recht, dann kommt der Vermögenseffekt ins Spiel. So, der A hat das Recht, das heißt, er bewertet die Handlung auch höher und damit steigt die Zahlungsbereitschaft, zum Beispiel so parallel nach oben verschoben. Und was bedeutet das? Sie sehen jetzt, es besteht zwar immer noch Verhandlungsspielraum Richtung Mitte, aber nicht mehr ganz bis zu x Stern, sondern nur bis zu einem Punkt rechts davon, nämlich bis x plus, haben wir das hier genannt, sodass wir nicht zu dem gleichen
Ergebnis kommen. Ne? Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das hier als Effizienzthese formulieren und nicht als Invarianzthese. Aber es ist immer noch das Coase-Theorem gültig, bloß halt eben als Effizienzthese. Und was wir natürlich hier ausgeklammert haben, ist Vermögenseffekte, die beim B auftreten. Ne? Einfach damit die Darstellung ein bisschen einfacher ist. Und Sie sehen, ja, wenn wir Vermögenseffekte haben, müssen wir das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn die Bedingungen für das Coase-Theorem verletzt sind. Sie erinnern sich, die Bedingungen waren Transaktionskosten. Okay, kann konkret eine Verletzung der Bedingungen aussehen im Coase-Theorem? Erstens kann es sein, dass wir positive und hohe Transaktionskosten haben. Zweitens kann es sein, dass Vermögenseffekte relevant sind. Und drittens kann es sein, dass Eigentumsrechte nicht vollständig definiert sind. Konzentrieren wir uns erstmal auf den Fall, dass Transaktionskosten positiv sind, und denken zurück an das Beispiel mit dem Konditor und dem Arzt. Sagen wir, die Transaktionskosten, damit eine Einigung erreicht werden kann, sind 11 Euro. Okay? Und Sie erinnern sich, die Differenz in den Bewertungen war gerade 10 Euro. Weil dem Arzt war die Nutzung der Ressource 100 wert, dem Konditor war die Nutzung der Ressource 90 wert. Und wie ist das jetzt, wenn der Konditor das Recht hat, mit Unterlassungsanspruch, ohne Transaktionskosten gibt es dann Verhandlungsspielraum, aber wenn wir Transaktionskosten haben, nämlich in Höhe von 11 Euro, dann lohnt es sich nicht mehr, das Recht abzukaufen, weil die Transaktionskosten ja gerade größer sind als der Verhandlungsspielraum. Was ist, wenn der Konditor das Recht hat, es aber durch einen Schadensersatzanspruch geschützt ist? Dann gibt es zwar keine Verhandlungskosten, weil ja nicht über die Unterlassung selber verhandelt wird, aber es können trotzdem Transaktionskosten entstehen in Form von Durchsetzungskosten. Ne? Die große Frage ist jetzt, gilt das Theorem bei Verletzung der Bedingungen denn überhaupt noch? Das kann ich eigentlich Sie fragen. Wenn die Bedingungen, die im Coase-Theorem drinstecken, wenn die verletzt sind, gilt das Theorem an sich dann noch? Oder ist es dann von mir aus widerlegt? Das hier ist das Coase-Theorem. Wenn Transaktionskosten sehr hoch sind, gilt dieses Theorem dann immer noch? Genau. Sie haben völlig recht. Das hier ist nichts anderes als eine Wenn-Dann-Aussage. Und
Wenn dieses Wenn eben nicht erfüllt ist, dann macht das ja die Aussage nicht ungültig. Okay? Also das Beispiel, was Wangenheim hatte in seiner Vorlesung, war die Aussage, wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Die ist ja nicht ungültig dadurch, dass es nicht regnet. Das ist genauso hier. Das heißt, wenn die Bedingungen für das Coase-Theorem verletzt sind, dann ist das Coase-Theorem immer noch gültig. Auf jeden Fall. Genau, weil wir eine Wenn-Dann-Aussage haben und wenn eine der Wenn-Bedingungen nicht erfüllt ist, dann gilt diese Aussage immer noch. Und dann haben wir eben als Ergebnis, dass die Endallokation halt nicht immer gleich ist, ne? Ist, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Invarianzthese sind. Und das ist auch ein großes Problem nebenbei. Wenn wir uns die empirische Literatur zum Coase-Theorem anschauen, da gibt es diverse Experimente dazu, zu zeigen, okay, gilt das Coase-Theorem oder nicht. Aber im Endeffekt kann man so eine Wenn-Dann-Aussage nie richtig beweisen oder widerlegen, sondern immer nur die Grenzen aufzeigen, ab wann die Invarianzthese klappt und ab wann sie nicht klappt. Okay? Denn in jedem Experiment haben wir irgendeine Art von Transaktionskosten drin, in irgendeiner Form. Und je nachdem, wie wir an diesen Parametern rumschrauben, kommt eben vielleicht ein invariantes Ergebnis raus und manchmal halt nicht. Deswegen ja, ist es schwer davon zu sprechen, dass man mit empirischen Ergebnissen das Coase-Theorem widerlegen könnte. Ist das Coase-Theorem dann noch anwendbar, wenn eine der Verletzungen nicht erfüllt ist, insbesondere die Transaktionskosten hoch sind? Ja, auch in der Anwendung ist das Coase-Theorem noch gültig. Natürlich nur für Fälle, in denen wir tatsächlich Handel beobachten. Betrachten wir dazu die Situation, dass das Gericht dem Arzt das Recht auf Ruhe zuspricht. Das heißt der Arzt darf sein Besprechungszimmer nutzen, hat das Recht, eine Ressource. Und wir beobachten, dass der Konditor, obwohl die Transaktionskosten signifikant größer 0 sind, dem Arzt das Recht abkauft. Was sagt uns das? Wir wissen daraus, dass dem Konditor das Recht erstens mehr wert ist als dem Arzt und zweitens, dass es dem Konditor so viel mehr wert ist, dass er dafür sogar diese Transaktionskosten in Kauf nimmt. Und da, ja, das ist immer noch ein Ergebnis im Sinne des Coase-Theorems. So, und jetzt können wir noch fragen, ob es uns vielleicht einen Erkenntnisgewinn bringt, wenn wir das Coase-Theorem umkehren oder umdrehen in der Formulierung. So würde eine Umkehrung des positiven Coase-Theorems aussehen, wenn vollständig definierte Rechte nur mit Transaktionskosten aufgrund von Verhandlungen realisiert werden können oder Vermögenseffekte eine Rolle spielen, hängt ihre endgültige Allokation möglicherweise von der ursprünglichen Zuordnung der Rechte ab. Ganz wichtig ist hier, dass wir das Wort möglicherweise drin haben, denn die Endallokation muss ja nicht unbedingt von der Ausgangssituation abhängen. Ja? Also, also die Analogie zur Straße wäre dann, wenn wir sehen, dass die Straße nass ist, heißt das nicht unbedingt, dass es geregnet hat. Ja? Oder wenn die Straße trocken ist, heißt es auch nicht unbedingt, dass es nicht geregnet hat. Okay, wir können so eine einfache Wenn-Dann-Aussage nicht einfach umkehren in ihrer Kausalität. Und deswegen ist hier das Wort möglicherweise wichtig in diesem umgekehrten Coase-Theorem. So, aber was bringt uns das? Wenn es möglicherweise relevant ist, wie am Anfang die Rechte zugeordnet sind, dann stellt sich automatisch die normative Frage, wie die Rechte am Anfang ausgestaltet sein sollten. Dann könnten wir zum Beispiel auf das Kaldor-Hicks-Kriterium zurückgreifen,
Wir haben immer noch die zwei Situationen. Situation A, der Arzt darf sein Besprechungszimmer betreiben. Situation K, der Konditor darf seine Küche betreiben. Und Handlungen sind ausgeschlossen, weil die Transaktionskosten zu hoch sind. Vielleicht sind das irgendwie, keine Ahnung, verstritten, vielleicht sind sie zerstritten oder vielleicht kommt der eine aus der Familie von Romeo und der andere kommt aus der Familie von Julia. Auf jeden Fall sind Verhandlungen ausgeschlossen, weil die Transaktionskosten zu hoch sind. Konkret fragen wir jetzt also, welche Situation ist Caldo Hicks besser? Ne? Wenn wir als Richter zum Beispiel entscheiden müssen, wer kriegt ex ante das Recht darauf, die Ressource zu nutzen, fragen wir uns, welche Situation ist Caldo Hicks besser? Und das hängt natürlich davon ab, wie die Wertschätzungen in der jeweiligen Situation sind. Nehmen wir an, der Arzt bewertet sein Besprechungszimmer mit 100 und der Konditor die Küche mit 90, wie immer. Und welche Situation ist dann Caldo Hicks besser? In Situation K, wo der Konditor seine Küche nutzen darf, nutzt er die Küche auch und das stiftet ihn einen Nutzen von 90. Und wenn wir jetzt davon ausgehend fragen, ob die Situation A Caldo Hicks besser ist als K, müssen wir fragen, ob der Arzt den Konditor entschädigen könnte für den Wechsel von Situation K nach Situation A. Der A hätte ja durch den Wechsel, durch diese Veränderung, die Möglichkeit, sein Besprechungszimmer zu nutzen, was ihm einen Nutzen von 100 stiften würde. Der Arzt könnte dann einen Betrag zwischen 90 und 100 dem K als Entschädigung, dem Konditor als Entschädigung geben und hätte dann immer noch einen Nutzen größer als 0. Das heißt, der Übergang von Situation K nach Situation A ist eine Caldo-Hicks-Verbesserung. Geht das auch umgekehrt? Nein, der Konditor bewertet die Nutzung der Küche mit 90 und was nicht, das reicht nie aus, den A für den Wegfall des Besprechungszimmers zu entschädigen. Okay. Das heißt, nur der Übergang von Situation K nach A ist eine Caldo-Hicks-Verbesserung, umgekehrt nicht. Und was wir jetzt ebenso anhand des Beispiels festgestellt haben, ist, wird als normatives Coase-Theorem bezeichnet, nämlich, dass Rechte so zugeteilt werden sollten, wie sie ohne Transaktionskosten aufgrund von Verhandlungen verteilt würden. Das heißt, aus der Anwendung des Caldo-Hicks-Kriteriums ergibt sich automatisch das normative Coase-Theorem. Hierzu noch ein Beispiel. Der A wohnt neben Supermarkt S und bis zum Jahr 2006 erträgt er den Lärm des Parkplatzes abends bis 20 Uhr. Ab 2007 wird das Ladenschlussgesetz durch ein sogenanntes Ladenöffnungsgesetz ersetzt. Und jetzt darf der Supermarkt bis 24 Uhr geöffnet sein und entscheidet sich dafür, tatsächlich bis 23 Uhr zu öffnen. A und seine Nachbarn wären bereit, insgesamt 10.000 Euro pro Monat zu zahlen, damit sie ab 20 Uhr Ruhe haben. S, der Supermarkt, wäre bereit, für 8.000 Euro pro Monat auf die längeren Öffnungszeiten zu verzichten. Und der Handel kommt aber nicht zustande wegen sogenannten Free-Rider-Problemen oder auf Deutsch Trittbrettfahrer-Problemen. Warum? Naja, entweder der A oder A und alle seine Nachbarn hoffen darauf, dass die anderen den Betrag von 8.000 mindestens zusammenkriegen und halten sich deswegen zurück mit ihrer Beteiligung. Und weil es aber jeder gleichzeitig hofft, das ist ein Nash-Gleichgewicht, kommt gar kein Geld zusammen. Und das heißt, sie schaffen es nicht, sich zu das Geld zusammenzukratzen, um den Supermarkt zu entschädigen. Wir können dann also fragen, wie ist die Öffnungszeit ohne Transaktionskosten? Und andererseits können wir fragen, ob die Einführung des Ladenöffnungsgesetzes eine Caldo-Hicks-Verbesserung wäre. Ganz wichtig, warum haben wir jetzt hier auf einmal Trittbrettfahrerprobleme eingeführt? Naja, wenn Sie mal recht drüber nachdenken, sind das ja nichts anderes als Transaktionskosten. Ne? Denn Kosten
der Einigung innerhalb einer Gruppe. Okay? Wenn es ganz leicht wäre, sich innerhalb der Gruppe zu einigen oder eine Entscheidung durchzusetzen, dann hätten wir keine Transaktionskosten und dann wäre das alles kein Problem. Aber hier haben wir Trittbrettfahrerprobleme, also auch Transaktionskosten. Man könnte also allgemein nach dem normativen Coase-Theorem vorschlagen, die Eigentumsrechte sollten so zugeordnet werden, wie sie bei Abwesenheit von Transaktionskosten als Folge von Verhandlungen zugeordnet würden. Was ist der Vorteil davon? Wenn die Transaktionskosten relativ niedrig sind, sparen wir dadurch die Kosten auf die dezentrale Verhandlungslösung zu kommen. Wenn die Transaktionskosten aber sehr hoch sind, also die Verhandlungslösung überhaupt verhindert würde, würden wir durch diese Zuordnung nach normativen Coase-Theorem zu einer Kaldor-Hicks besseren Situation kommen. Okay? Wenn wir in einer Situation sind, wo Transaktionskosten die quasi effiziente Verhandlungslösung verhindern würden, dann sollte nach normativem Coase-Theorem von vornherein das Recht bei der Partei landen, die höhere Bewertung hat. Und Sie merken, das ist jetzt ein ganz anderer Fokus. Ne? Hier geht es darum, wer das Recht haben sollte. Ne? Und es ist keine Vorhersage, was passieren wird. Im Lehrbuch von Kutta-Julen wird das normative Coase-Theorem normatives Hobbes-Theorem genannt. Das soll uns egal sein, es ist das Gleiche. Und wie wir jetzt eben auch festgestellt haben, ist das normative Coase-Theorem nichts anderes als eine konkrete Anwendung des Kaldor-Hicks-Kriteriums, nämlich auf diesen Sachverhalt der Externalitäten. Und große Klammer, das gilt alles nur in Abwesenheit von Vermögenseffekten. Wir haben nur zwischendrin gesagt, okay, es gibt Vermögenseffekte und die machen das alles ein bisschen komplizierter, aber jetzt bei dieser Formulierung des normativen Coase-Theorems haben wir die ausgeklammert. Alternativ kann man das normative Coase-Theorem auch so formulieren, das ist ein bisschen enger am Kaldor-Hicks-Kriterium. Das Recht sollte immer so ausgestaltet sein, dass sich daraus ergebende Tauschhandlungen mit möglichst wenig Transaktionskosten, und anderen Kosten verbunden sind. Okay? Und was ist mit anderen Kosten hier gemeint? Das sind eben die Kosten aufgrund von Fehlallokationen. Ne? Wenn eben nicht die effiziente Lösung rauskommt, dann ist das ja gesellschaftlich gesehen mit Kosten verbunden, weil wir nicht in einer Kaldor-Hicks-effizienten Situation sind. Genau, und das wäre eben einfach eine andere Formulierung des normativen Coase-Theorems. Hierbei gilt zu beachten, wie bei der allgemeinen Diskussion des Kaldor-Hicks-Kriteriums gilt auch hier eine wiederholte Anwendung des normativen Coase-Theorems führt langfristig zu einer Pareto-Verbesserung. Das hatten wir schon mal festgehalten beim Kaldor-Hicks-Kriterium. Es gelten dann auch die Probleme des Kaldor-Hicks-Kriteriums. Wenn es zum Beispiel Vermögenseffekte gibt, ist die normative Betrachtung eventuell nicht mehr eindeutig. Es könnte zum Beispiel sein, dass x besser als y ist und gleichzeitig y besser als x. Und dann kommen wir mit dem normativen Coase-Theorem nicht unbedingt weiter. Wichtiges Problem aus Sicht der Politik, wenn wir aus Politikperspektive das normative Coase-Theorem anwenden möchten, sind Probleme der Datenbeschaffung für die korrekte normative Entscheidung. Das Schöne an einer dezentralen Verhandlungslösung, wie bei der Invarianzthese, ist ja, dass die Politik nur die Rahmenbedingungen setzen muss. Also Transaktionskosten senken, Eigentumsrechte klar definieren und dann ergibt sich aus der Verhandlung schon immer die korrekte Lösung
ohne dass die Politik jetzt genauere Informationen über den konkreten Sachverhalt braucht, ne? Sondern nur die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Aber wenn jetzt die Politik oder das Gericht nach normativen Kosttheorem entscheiden soll, was bei einer problemlosen Kostenverhandlung ohne Transaktionskosten passieren würde, braucht man als Entscheider natürlich ziemlich viele Daten über die konkrete Situation und das ist wiederum mit Kosten verbunden, diese Daten zu erheben. Trotzdem ist das normative Kosttheorem auf jeden Fall nützlich, insbesondere weil wir damit im konkreten Fall immer eine Begründung finden, warum ein freiwilliger Tausch eventuell nicht zustande gekommen ist oder warum eine dezentrale Lösung nicht geklappt hat. So, wir haben jetzt ziemlich ausführlich über das Coase-Theorem gesprochen in verschiedenen Variationen und sie ändern sich in der Formulierung von Coase. Behauptet er, dass Externalitäten kein technisches, sondern ein institutionelles Problem sind. Das heißt, beim Coase-Theorem geht es eigentlich um Externalitäten. Das schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Was sind externe Effekte generell? Externe Effekte oder Externalitäten sind Effekte einer Handlung, die bei einer Person auftreten, die nicht die Entscheidung über die Durchführung der Handlung trifft. Okay, das ist jetzt einfach abstrakt formuliert, aber die Beispiele kennen Sie vielleicht schon, ne? Also Beispiele gibt es viele, ziemlich viele. Wenn Sie Auto fahren, dann verschlechtern Sie damit die Luft von Fußgängern und Anwohnern. Wenn Sie Ihren Garten pflegen, dann ist das schön für Leute, die vorbeigehen. Das ist auch ein Effekt, das ist jetzt eine positive Externalität. Wenn Sie in der Vorlesung schwätzen oder surfen, dann ist das eventuell mit Verständnisproblemen bei Ihren Kommilitonen verbunden. Das wäre eine negative Externalität. Und es gibt immer, also es gibt viel mehr Beispiele. Ne? Also für fast alle Ihre Handlungen können Sie sich eigentlich logisch irgendeine Externalität vorstellen. Was vielleicht ein bisschen komisch erscheinen mag, aber auch streng genommen eine Externalität ist, wenn ich im Supermarkt einkaufe, dann schadet das dem Tante-Emma-Laden bei mir um die Ecke. Denn der hat dadurch Einbuße, weil ich da nicht mehr einkaufe. Und warum können Externalitäten problematisch sein? Weil die Kosten-Nutzen-Entscheidung über die Handlung, die die Externalität verursacht, nicht effizient getroffen wird. Ne, denn wir können ja nur eine effiziente Entscheidung treffen über eine Handlung, wenn wir alle Kosten berücksichtigen. Okay? Wir können externe Effekte weiterhin unterscheiden, je nachdem, bei wem. Zwischen positiven und negativen Effekten unterscheiden. Und zwar bei dem die Effekte entstehen. Ne? Also das Beispiel eben war positive Externalität, wenn Sie einen schönen Garten haben. Okay? Oder positive Externalität wäre auch, wenn Sie viele Blumen und Obstbäume bei sich im Garten haben, dann profitiert davon die Imkerei, die nebendran ist. Okay? Weil die dadurch mehr Honig produzieren können. Das wäre eine positive Externalität. Und negativ wäre eben alles, was mit Verschmutzung, mit Rauchen und sowas zu tun hat. Weiterhin kann man unterscheiden zwischen pekuniären und technischen Externalitäten. Bei pekuniären externen Effekten geht es strikt darum, dass der Marktwert einer Ressource betroffen ist. Das ist zum Beispiel der Fall bei diesem letzten Beispiel, beim Tante-Emma-Laden, der dadurch einen Wert verliert, dass ich woanders einkaufe. Bei technischen Externalitäten geht es strikt darum, dass die Substanz einer Ressource betroffen ist, also die Qualität der Luft oder der Lärmpegel, solche Sachen, wo man nicht direkt den Marktwert einer Ressource beziffern kann. Warum ist diese Unterscheidung wichtig?
weil die meisten pekuniären Externalitäten, die beruhen auf einer Kalor-Higgs-Verbesserung. Wir können annehmen, dass durch die Eröffnung des großen Supermarktes haben der Supermarkt und die Kunden, die dorthin abwandern, typischerweise genug zusätzlichen Nutzen, um potenziell den Tante-Emma-Laden zu entschädigen. Das heißt, wir hätten es mit einer Kalor-Higgs-Verbesserung zu tun und aus ökonomischer Sicht wäre das gar kein Problem dann. Also zumindest aus Kalor-Higgs-Effizienzsicht. Das heißt, aus ökonomischer Sicht sind pekuniäre Externalitäten kein Problem, technische sehr wohl. Okay? Deswegen hat man das Beispiel mit dem Tante-Emma-Laden drin, damit wir es wieder ausschließen können. Und wenn Coase jetzt behauptet, dass Externalitäten kein technisches, sondern ein institutionelles Problem sind, geht es ja eigentlich um unvollständig definierte Eigentumsrechte. Die Argumentation dahinter ist folgende: Wenn wir klar definierte Eigentumsrechte haben, gibt es keine technischen Externalitäten oder sie sind kein Problem. Beim ursprünglichen Beispiel mit dem Arzt und dem Konditor würde der Arzt in seiner Entscheidung, das Besprechungszimmer zu nutzen, die Wertschätzung des Konditors berücksichtigen. Entweder der Arzt nutzt das Zimmer und zieht den Nutzen daraus, oder er nutzt das Zimmer nicht und erhält dafür Entschädigung vom Konditor. Natürlich ergeben, dass die Eigentumsrechte vollständig definiert sind und keine Transaktionskosten vorliegen. Coase will damit lediglich sagen, dass das Problem, wenn es denn eins gibt, nicht die technische Externalität an sich ist, sondern ein institutionelles Problem, nämlich dass entweder Eigentumsrechte nicht definiert sind oder dass Transaktionskosten zu hoch sind. Nur daraus ergibt sich das Problem, dass wir nicht zu der effizienten Allokation kommen. Okay? Nicht die technische Externalität an sich verursacht das Problem, sondern dass die Institutionen nicht adäquat sind. So, wir schauen uns jetzt noch einen Spezialfall der Externalitäten an, nämlich dass der Allmende, das ist ein Spezialfall der Externalität. Was ist hier das Besondere? Das Besondere ist, dass mehrere Akteure eine Ressource nutzen dürfen, sodass die individuelle Nutzung der Ressource zur Reduktion des Wertes der Nutzung für viele führt. Okay? Was ist der Unterschied zu einer normalen Externalität? Derjenige, der die Externalität auslöst, ist auch betroffen. Das ist der einzige Unterschied. Ja, Beispiele für Allmenden sind, gibt es teilweise bis heute noch, eben so bestimmte Wiesen zum Weiden, wo halt jeder Bauer seine Kühe beliebig draufschicken darf, oder bestimmte Seen, wo jeder so viel fischen darf, wie er will. Und ohne weitere Regelungen kommt es da typischerweise dazu zum Problem, dass diese Ressource übermäßig beansprucht wird. Ja? Also der See wird überfischt, die Weide wird überweidet. Genau, und da die ökonomische Situation dahinter schauen wir uns jetzt an. Was sind die Annahmen dieses Modells? Das beruht auf einem Artikel von Garrett Hardin von 1968, was in Science veröffentlicht wurde. Zentrale Annahmen: Jeder Nutzer der Allmende ist klein, also ökonomisch gesehen klein. Jeder Nutzer darf die Allmende nutzen. Klar, das ist die Definition der Allmende. Die Nutzung durch jeden Nutzer senkt die Vorteilhaftigkeit der Nutzung durch andere Nutzer. Und was passiert denn dann? Wir können das grafisch darstellen. Auf der horizontalen Achse der Abszisse tragen wir die Menge des Viehs, Q, ab, stetig. Und auf der vertikalen Achse haben wir Nutzen gemessen, sowohl privat als auch sozial, gesellschaftlich. Wenn keine Kuh auf der Weide steht, entsteht auch kein Nutzen aus der Weide.
Und wenn zu viele Kühe auf der Weide stehen, ist der Nutzen auch irgendwann null. Das heißt, wir können uns irgendwie so eine Form des sozialen Gesamtnutzens vorstellen, dass wir also am Anfang Nutzen 0 haben, am Ende Nutzen 0 und irgendwo dazwischen ein Optimum, eine optimale Nutzung der Weidefläche, der Almendefläche. Es gibt also eine sozial optimale Menge von Vieh auf der Almendweide. Und wie entscheidet sich jetzt der einzelne Bauer? Der einzelne Bauer richtet sich nach seinem privaten Nutzen. Dem ist ja der gesellschaftliche Nutzen egal. Also dem Nutzen je Kuh. Ne, deswegen steht hier sozialer Durchschnittsnutzen, weil es ja eine je Kuh-Betrachtung ist. Wie ist der private Nutzen bei Kuhstern? Positiv. Das heißt aber auch, dass sich immer noch eine Ausweitung der Nutzung lohnt für den einzelnen Bauern. Rechts von Kuhstern ist der private Nutzen für den einzelnen Bauern auch noch positiv, denn die zusätzliche Kuh stiftet ja immer noch einen extra Nutzen für den einzelnen Bauern. Es lohnt sich erst dann nicht mehr für den einzelnen Bauern, zusätzliche Kühe auf die Weide zu schicken, wenn der private Nutzen negativ würde. Also rechts hiervon. Das heißt, wir haben ein Nash-Gleichgewicht. Hier, denn links davon gäbe es ja noch einen Anreiz, mehr Kühe auf die Weide zu schicken. Das Problem bei diesem Nash-Gleichgewicht ist, dass da der gesellschaftliche Gesamtnutzen auch null ist. Ja? Dass durch die letzte Kuh, die gerade noch dann auf die Weide gestellt wird von einem einzelnen Bauern, haben alle Bauern einen Nutzen von null, inklusive dem, der die letzte Kuh draufgestellt hat. Und das ist im Endeffekt das, was im Titel dieses Papers drinsteht, ist nämlich die Tragödie der Almende. Ne? Die Tragödie, dass die Bauern es nicht schaffen, die Weide effizient zu bewirtschaften, wenn es eben eine Almendweide ist. Es kommt also zu einer Überweidung, dadurch, dass die einzelnen Bauern die Externalität ihrer Nutzung der Almende nicht berücksichtigen. Wie könnte man das Problem lösen? Ist das die richtige Folie? Ja. Wie könnte man das Problem lösen? Da kann man historisch schauen, wie das bei Almendweiden gelöst wurde, oder man kann einfach woanders in der Welt schauen. Eleanor Ostrom, die ja vor ein paar Jahren einen Nobelpreis bekommen hat, die hat einen Großteil ihrer Forschung darauf aufgebaut, wie zum Beispiel in Entwicklungsländern mit solchen Almendressourcen umgegangen wird und wie da informelle Lösungen gefunden werden, um effizient damit umzugehen. Aber jetzt in Bezug auf diese Almendweiden gab es zum Beispiel einfach strenge Regelungen untereinander zwischen den Bauern, welcher Bauer wie viele Kühe auf die Weide schicken durfte. Teilweise wurde es irgendwie so proportional geregelt. Jeder darf so viele Kühe schicken, wie er Heu beisteuern kann im Winter. Es haben sich also Regeln herausgestellt. Allgemein können wir diese Lösungsansätze gruppieren. Es kann über Eigentumsrechte laufen. Was heißt das? Das Problem ist ja hier auch darin, dass der einzelne Bauer hat kein klares Eigentumsrecht an der Ressource. Ne? Also sein Recht an der Nutzung der Ressource ist quasi verdünnt oder verwässert. Ne? Dadurch, dass alle anderen das mitbenutzen dürfen. Und wenn man das irgendwie klarer trennen könnte, zum Beispiel in Parzellen, die jeder erwirbt oder die jeder saisonweise erwirbt, dann hätten wir eine klarere Definition von Eigentumsrechten und dann würde jeder wieder die Auswirkungen seiner privaten Handlung effizient berücksichtigen. Es kann über Steuern oder Subventionen laufen.
um eben Anreize zu setzen, die effiziente Beweidung zu erreichen. Es kann konkret über Geh- und Verbote laufen. Man kann mit Strafen arbeiten. Es können informelle Institutionen eingesetzt werden. Ne? Also sowas wie, wenn einer der Bauern überproportional viele Kühe auf die Weide schickt, dann wird er halt nicht zum Weihnachtsschmaus eingeladen oder so. Also das wäre eine informelle Institution. Es kann auch ganz anders ablaufen und es gibt tatsächlich ziemlich viele Fallstudien, wo eben gezeigt wird, wie solche ethische Regeln oder Werte und Normen eben auch dazu führen können, dass solche Probleme überwunden werden. Ne? Da braucht man den Staat dann gar nicht mehr. Wie das im Einzelnen funktionieren kann, werden wir uns in der nächsten Sitzung anschauen. Nämlich in Bezug auf das Problem des Umweltschutzes. Also da werden wir uns anschauen, wie Regulierung, Steuern und handelbare Verschmutzungsrechte und Haftung im Umweltschutz funktionieren. So, dann sind wir am Ende angekommen. Wir haben jetzt das Coase-Theorem in der Theorie fertig behandelt. Wir haben uns heute angeschaut, positive Betrachtung, die unterschiedlichen Durchsetzungsmechanismen, das war das mit dem Schadensersatzanspruch. Dann haben wir eine normative Betrachtung durchgeführt für das Coase-Theorem, haben nochmal einen Blick auf Externalitäten allgemein geworfen und das Allmende-Problem als einen Spezialfall von Externalitäten uns angeschaut. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt der Vorlesung oder der Übung haben, stellen Sie diese Frage einfach im Diskussionsforum auf Moodle und lassen es mich so wissen. Ach ja, und zur Erinnerung, wenn Sie Wiederholungswünsche haben, auf Moodle eintragen und dann sage ich Danke und auf Wiedersehen.